Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir mal über das Thema Ernährung und zwar, warum du deine Nahrung nicht kochen sollst. Und ich habe heute unseren Sprossenexperten Marco von Moos hier. Und es ist wunderbar, immer wieder zu hören, was unsere Natur uns für Wunder bietet, wirklich um gesund und fit durchs Leben zu gehen. Und das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Marco, schön, dass du da bist. Danke. Jetzt bist du ja wirklich seit 4 Wochen rohkostmäßig unterwegs. Und für mich wäre jetzt mal ganz spannend zu wissen, was für dich so den Unterschied macht. Ja, also jetzt im Körper, ich meine, das war davor auch schon perfekt. Ja. Du hattest ja dich eh schon super gesund ernährt. Aber diese kleine Veränderung oder große vielleicht, was hat die zur Folge gehabt? Ja. Also ich bin ja auch groß geworden mit Pasta und Ketchup. Ich hoffe, die Mutter hört jetzt nicht zu. Nein, sie hat gut gekocht und so. Und wir haben auch viel Fleisch gegessen. Mhm. Das Fleisch habe ich mit 32 oder so habe ich aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich in der landwirtschaftlichen Ausbildung die Tiere zum Schlachthof gebracht habe. Und wie sahst du damals aus? Auch schon so gesund und so knackig, oder? Wir waren auch immer schlank. Also, okay. Ja. Also jetzt hast du kein Vorherbild, irgendwie völlig übergewichtig, Augenränder. Der Unterschied ist, ich hatte früher oft Sonnenbrand. Ah, okay. Eine Viertelstunde an der Sonne und ich war knallrot. Und vielleicht ist das auch auf das tierische Fett zurückzuführen, dass die Haut ein bisschen sauer wird und das wie eine Linse nachher deine Haut verbrennt. Mhm. Also ich habe weniger, denke ich, Säure auf meiner Haut, dass zu weniger Sonnenbrand führt. Und ich gehe heute Skifahren, ich kann mich über eine lange Zeit an der Sonne aufhalten, ohne dass ich Sonnenbrand bekomme. Also das ist ein kleiner, schöner Nebeneffekt, dass ich die Sonne viel besser ertrage, als noch früher. Also in der Kindheit Pasta, Pizza, all das und auch bis ins Erwachsenenalter mit Fleisch, irgendwann mit 32 kein Fleisch mehr, habe ich schon oft oder seit 7 Jahren oder 8 Jahren immer eigentlich geschaut, dass ich das, was ich esse, auch noch erkenne, dass es nicht denaturiert ist, dass es die Natürlichkeit belassen hat. Ich habe die Sachen roh gegessen, welche wir gut roh essen können. Und ich habe Kartoffeln, Reis, wie du gesagt hast, habe ich noch gekocht. Ab und zu auch mal Ausschwenker gemacht, wieder ja, Fast Food oder so, manchmal darf es auch schnell gehen und dann, oder wenn man einen Hungerast hat, dann nimmt man einfach irgendetwas, was dann kommt. Aber das wäre nicht das Ziel, weil der Körper, der bekommt ja von uns Nahrungsmittel, im besten Fall Lebensmittel, und er muss dann oder darf daraus etwas bauen. Und wenn wir zum Beispiel denaturierte Proteine ihm geben, also sprich durch gekocht, also heute weiß man, dass das Eiweiß sich denaturiert ab 42 Grad. Deshalb ist es auch so gefährlich, wenn wir über 42 Grad Fieber haben, weil das Eiweiß degeneriert. Und der Körper bekommt Sachen und manchmal auch nicht hochwertige Sachen, vor allem wenn wir hochverarbeitete Industrienahrung zu uns nehmen, dann baut er auch mit dem. Und das ist vielleicht vergleichbar wie mit einem Haus bauen, wo man die besten Materialien hat und dann kommt eine Woche aber nur irgendwie komische Materialien, wo der Zement nicht die gleiche Qualität hat wie vorher. Und dann hat man irgendwo, denke ich, ein Flickwerk, wo dann nicht die Qualität hat, wo gesunde Zellen hervorbringt. Und von daher dürfen wir uns bewusst sein, auch die kleinen Patzer, also unser Körper ist sehr tolerant mit uns, aber es hat einen Effekt. Und das sagt auch Markus Rothkranz sehr, sehr schön in seinen Büchern. Es macht eigentlich schon eine große Rolle, was wir essen. Und, ja, genau. Wie siehst du eigentlich das Thema Eier? Esse ich im Moment auch nicht.
Aber hast du dazu irgendwie, weil da geht man ja auch so Prozesse durch, ja? Ja. So Eier sind super, dann wieder doch nicht, dann hast du ein Epstein-Barr-Virus davon. Also es ist ja auch so ein Ding, Ding, Ding. Ja, also Eier, ich habe jetzt kein Thema damit, wenn die Eier von einem Freilandstall kommen, wo die Tiere Gras fressen können. Ich hatte selber auch Hühner und das ist ein Riesenunterschied, ob die Gras fressen können. Da ist das Eigelb auch komplett gelb und nicht irgendwie so gelblich. Also das macht einen Unterschied. Die Qualität ist auch dort nicht dieselbe. Also schaut, wo eure Lebensmittel herkommen. Und auch in der Rohkostszene, also es gibt viele Leute, die zum Beispiel noch rohe Eier essen, die essen auch rohes Fleisch. Gibt ja auch Fische, wo man so essen kann. Man kann auch Fleisch fermentieren. Dann hast halt aber dieses Parasitending wieder. Das ist das andere. Und das andere ist, tierische Proteine werden vom Körper sauer verstoffwechselt. Mhm. Also Gesundheit braucht ein basisches Milieu. Krankheit, ein saures Milieu. Also wir können mit dem, was wir essen, und wenn wir viel Grünes essen oder Sprossen oder pflanzlich vollwertig essen, dann kommt es zu einem Basenüberschuss und das hält unser Körper basisch. Und dein Gemüse und Obst, wenn du das rohkostmäßig zu dir nimmst, wäschst du es? Also, oder, weil da gibt's ja auch so diese Geschichten mit dem B12, dass wenn man es aus der Erde holt und nur abstreift, dass genau diese Bakterien eigentlich für unsere B12-Synthese wichtig sind? Das stimmt, aber ich glaube, es wurde nachgewiesen, dass unsere Böden gar nicht mehr groß das Vitamin B12 haben, also diese Bakterien. Von daher wasche ich mein Gemüse. Also ich mag es nicht, wenn es da sandet im Mund. Aber ich lasse zum Beispiel die Schale dran, weil da hat es auch wieder wichtige Inhaltsstoffe. Wie machst du das dann mit dem B12? Weil das supplementiere ich auch. Okay, ja. Mit Lutschtabletten oder? Nein, ich habe da die Tropfen. Tropfen, ja, okay. Weil es ja über diese anderen Schlucktabletten ja auch nicht resorbiert wird, ja. Und darauf zurückzukommen, warum ich meine Ernährung gewechselt habe, also ich wurde auch ein bisschen gezwungen, weil ich habe letztes Jahr Borrelien durch einen Zeckenbissen noch aufgelesen und das hat auch eine starke Verbindung, Borrelien im Zusammenhang mit Schwermetallen. Jeder Mensch hat heute Schwermetalle in sich, das bekommt man schon mit der Mutter mit, wenn sie zum Beispiel Amalgamzähne hatte oder ich selber hatte auch Amalgam, das habe ich dann rausgenommen, wenn ihr Amalgam habt und daran denkt, das rauszunehmen, also da gibt es, könnt ihr mich kontaktieren, da habe ich auch die noch wichtige Punkte, wie man das macht oder nicht machen sollte. Oder ich glaube, ihr habt da auch Themen. Ja, auf jeden Fall zu einem Spezialisten gehen, der sich mit Amalgamentfernung auskennt, weil das auf ist gar wichtig. Keinen also Fall zu einem Bohren und so, das darf heute nicht mehr sein, weil da werden so viele Giftstoffe frei und dann hat man die im Körper und ist auch für den Zahnarzt gefährlich. Also lebensgefährlich. Also der Schritt in die Rohkost wurde mir aufgezwungen, einen noch besseren Lebensrhythmusstandard anzunehmen. Und da gehört die Ernährung dazu. Und ich bin davon überzeugt, dass auch die Schöpfung für uns einen Plan hatte. Und wir sind das einzige Lebewesen, wo die Nahrung kocht. Das macht kein anderes Lebewesen. Und ich glaube, für uns wurde nicht eine Extrawurst kreiert, sondern auch für uns wäre die Rohkost, denke ich, die richtige. Mhm. Also aus diesem Grund umgestiegen. Und jetzt bin ich einen Monat rohköstlich unterwegs und war dann auch noch in den Ferien und habe da täglich am Morgen einen Saft getrunken, also mit viel Karotten, Stangensellerie, mit Ingwer, mit Alfa-Alfa-Sprossen. Und ich habe gemerkt, einfach nur schon dieses Weglassen von gekochtem plus zusätzlich diesen Saft,
eine große Salatschüssel habe ich immer gegessen, dass plötzlich diese Schwermetalle, wo auch ich habe, ich hatte das nie so erwartet, dass die plötzlich ins Rutschen kommen, mhm. dass da eine Mobilisierung stattgefunden hat. Ich hatte oft Kopfschmerzen, weil das aber auch aber du hast nicht zusätzlich noch was zum Binden genommen? So doch. Irgendwas Zeolit oder Chlorella? Also da oder? Dürft ihr euch auch schlau machen, da Dr. Dietrich Klinghardt ist dort führend, der ist ja oft zu Gast mhm. hier. Ich habe zum Beispiel mit Chlorella oder mit Chlorella gepuffert oder mhm. ich habe auch oft Zitronensaft getrunken. Und das merkt man. Also Borrelien spüre ich in der Form, dass man wie im Wasser steht und da ganz, ganz leichter Strom ist. Mhm. Das ist unangenehm, wenn man viel Zucker und so isst. Also mhm. da, aber wenn man pflanzlich und ein gutes Leben führt, ein artgerechtes Leben mir gegenüber führe, dann ist das für mich jetzt kein Thema. Dann haben die Borrelien damals bei dir reagiert auf den Reis und die Kartoffeln, weil dadurch der Zucker für die zur Verfügung stand, oder? Kann ich mir vorstellen. Oder der Körper hat die Schwermetalle nicht freigegeben. Also unser Körper schützt sich vor Vergiftung und hatte nicht die Möglichkeit, die Giftstoffe freizugeben. Erklärst du dir das jetzt durch die Säfte? Oder durch was wurden die, nur durch die Rohkost? Das kann ich auch nicht ins Detail sagen. Vielleicht mhm. ist es durch das Weglassen von Gekochtem. Mhm. Dass er nicht beschäftigt war mit denaturierter Nahrung, weil sie mhm. ursprünglich war. Sicher auch zusätzlich durch die Säfte. Also da ist zum Beispiel 1 Kilo Karotten drin. Ich war auch nicht ein Fan davon, Nahrungsmittel zu entsaften. Mhm. Aber es ist spannend, was da passiert, wenn da der Körper die Möglichkeit bekommt, sehr viele Inhaltsstoffe zu bekommen. Ja, also das muss ich auch zugeben, das habe ich auch viel in den Vorträgen gesagt, dass ich kein Fan bin von dem Entsaften, weil man ja eigentlich die Qualität jetzt, sage ich mal, die Faserstoffe wegschmeißt. Und muss mich da auch so ein bisschen wieder revidieren, weil es doch dann irgendeine besondere Eigenschaft dann doch mit sich bringt. Ja, genau. Ja. Also es ist sehr, sehr wertvoll, diese Pflanzensäfte, gespickt auch mit Sprossen, mit Wildkräutern, mit Gerstengras zum Beispiel, mit sehr viel Chlorophyll. Mhm. Und einfach das natürliche, pflanzliche, das gibt einem die Möglichkeit, diese Schwermetalle wieder loszubekommen. Aber ich empfehle euch, informiert euch zum Beispiel bei Dr. Klinghardt. Mhm. Urlaub machen jetzt mit dieser Art von Ernährung. Ich glaube ja nicht, dass du dann noch in irgendwie Hotel mit Frühstück, da hast du ja gar keine Chance. Ich durfte mit zwei Familien gehen und die sind beide schon seit Jahren so unterwegs und ich war mit einer Kollegin, die hatte auch das Thema Schwermetalle, auch durch Amalgamvergiftung. Mhm. Also einfach zu sagen, diese Kollegin, die hat sich bei Exit, also angemeldet gehabt, weil sie so dermaßen Schmerzen hatte, dass sie nicht mehr leben wollte. Oh. Und die hat sich durch diese Rohkosternährung lebt sie wieder ein sehr erfreutes Leben, ist aber immer noch dran. Also das ist ein Thema, was nicht so schnell durch ist. Aber sie hat wieder Freude und viel gelacht. Und also ihr geht es heute sehr gut und das, sagt sie, ist zu verdanken einer pflanzlichen, vollwertigen, naturbelassenen Ernährung. Mhm. Durch diese Säfte, durch viel Grün, jeden Tag eine große Salatschleuder, mit Microgreens, mit Sprossen, mit Wildkräutern, mit Koriander, Gewürzen. Und ich war dann auch in der Stadt und vor allem in Italien, das ist ja wunderbar. Und das war auch wie ein bisschen eine Beerdigung für mich, die schönen Pizzas gesehen habe, weil ich liebe das Ding ja auch. Mhm. Aber ich spüre, was es ausmacht im Körper. Mhm. Wir sprechen ja da offen. Ich habe da eine Falte und die war früher viel tiefer, als die heute ist.
ich erkläre mir das so, dass ich heute fast kein Brot mehr esse. Also, und also gibt schöne Brote auch in Rohkostqualität oder fermentiert, Sauerteig oder auch angekeimtes Sehnerbrot und so weiter. Aber ich habe nicht mehr das schnell verfügbare Brot mit Weißmehl und so weiter gegessen. Ja, das wäre mal eine spannende Geschichte für unser neues Sendeformat. Da haben wir nämlich den Eric Stand-Up, der nämlich Face Reader ist. Ja. Und der könnte dir ganz genau sagen, was da passiert ist jetzt. Ja. Also es geht etwas im Körper, nur wenn man Gekochtes weglässt, viel Grünes isst, Naturbelassenes, enzymreich isst, basisch überschüssig isst, dann geht etwas im Körper. Und macht es natürlich einfacher, wenn das Umfeld auch da ist. Also die eine Familie hatte auch ein Kind dabei, das war irgendwie ein Jahr alt und so, und da wird auch rohköstlich ernährt und so wunderbar dieses Kind mit den leuchtenden Augen und einfach schön. Ja, super schön. Ja, wir wurden natürlich, uns Müttern wurde ja auch ein Haufen Mist erzählt, wie wir unsere Kinder ernähren sollen. Ja, das hat ja mit dem Stracciatella-Brei angefangen und mit dem Bolognese im Gläschen aufgehört. Und das ist schon auch extrem, was wir für Fehlinformationen erhalten haben. Auch wenn ich mit Andres Bircher spreche, mit den ganzen, dass du eigentlich mit Mandelmus und Wasser die Muttermilch ersetzen kannst. Ja, wenn da mal irgendwie, wenn es doch nicht funktionieren soll. Also es ist schon erschreckend und eigentlich ist es auch eine super Vorbereitung mit den Sprossen, bevor man schwanger werden will, wirklich mal die ganzen Giftstoffe aus dem Körper rauszubringen. Weil es gibt ja auch super Erkenntnisse, wenn du keinerlei oder ganz wenig Giftstoffe im Körper hast, dass du einfach eine reibungslose Schwangerschaft hast und eine total schnelle Geburt, wie man eben früher in der Natur nicht stundenlang in den Wehen lag, sondern halt 2 Stunden und fertig. Ja. Ja, und auch einfach dieses das Neugeborene, also das Kind zu schützen, indem man sich vorher entgiftet. Und was wäre da alles möglich, wenn wir nicht diese Schwermetalle mit uns herumschleppen, wo ich denke doch oft uns einen auf den Deckel geben? Ja. Das lohnt sich sicher, ja. Ja, es ist schon. Und es ist einfach schön zu sehen, es ist wieder einmal die Natur, welche die Lösung dann bereit hat. Jetzt geht es darum, sich zu informieren. Es gibt da Leute, die vorausgegangen sind. Also Erfolg hinterlässt auch Spuren. Mhm. Ich schaue gerne von der Natur ab. Wie macht es die Natur? Wie machen unsere nächsten Verwandten, also in der Tierwelt, sind zum Beispiel die Gorillas, die kochen ja auch nicht. Und das mal zu hinterfragen, ist es wirklich so förderlich, wenn wir unsere Nahrungsmittel verkochen und dadurch eigentlich die Lebensmittelqualität verlieren? Das ist die Frage, wo mich interessiert. Und man sieht ja auch, was möglich ist. Also der eine Mann da, Rohkost, der war ist 55 oder so, macht noch Handstand und hat sehr viel Kraft, und wir sind da am Strand um die Wette gerannt. Also ist ja auch schön zu sehen, was da möglich ist und nicht irgendwie ein Bauch, einfach weil der Körper die Stoffe so bekommt, wie er es versteht, und wir da nicht irgendwie ihm etwas aufzwingen, wo er etwas abkürzen muss. Also das ist der große Vorteil, wenn wir die Sachen so essen, wie es die Natur erschaffen hat. Nur schon zum Beispiel die Enzyme. Mhm. Enzyme sind für so viele Stoffwechselvorgänge wichtig, dass überhaupt Körperzellen aufgebaut werden können, die ganzen abgebaut, die Nahrung abgebaut wird durch Enzyme. Wenn wir es durch Kochen, verlieren wir die Enzyme. Dann muss der Körper irgendwo die Enzyme selber produzieren. Also wir machen ihm viel mehr Arbeit, als wenn wir zum Beispiel einen Samen ankeimen, ins Leben einbinden, durch den Keimprozess die ganzen Antinährstoffe, wo in der äußeren Schicht eines Saates sind, wegkommen durch den Keimprozess, und wir einfach so essen. Und super spannend. Ja. Bei den ich wollte jetzt gerade was zu den Sprossen sagen, mit der Boxhornklee-Sprossen. Ja, die waren ja auch zum Entgiften.
Ja. Wir unterstützen mit den Boxhornklee-Sprossen oder Mariendistelsprossen. Mariendistelsprossen habe ich noch nie gehört. Ja, gehört zur Pflanzenfamilie der Sonnenblumen. Mhm. Und Mariendisteln kennt man wegen der Bitterstoffe. Sehr wertvoll für die Leber, sich zu entgiften. Bitterstoffe ist auch sehr basisch. Ein Körper, eine Gesundheit braucht den basischen Körper. Und so können wir uns aus der Apotheke der Natur bedienen, indem wir aus 40 verschiedenen Pflanzensamen Sprossen ziehen können, Microgreens ziehen können. Und der große Vorteil an den Sprossen oder den Microgreens ist, dass sie in einem aufbauenden Stadium sind und nicht irgendwie aus einem Treibhaus aus Spanien kommen, wo die Frische abhanden gekommen ist. Und es geht dann bei den Lebensmitteln nicht nur um Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, sondern es geht tiefer, sekundäre Pflanzenstoffe und noch tiefer, wie Sojana sehr gut hervorgebracht hat, um die Lebens- und Ordnungskraft. Also das lohnt sich da mal, das einzugeben, Lebens- und Ordnungskraft und Bio und Nicht-Bio im Vergleich. Das lohnt sich. Und da seht ihr wunderschöne Bilder, wie die Ordnungskraft einer Pflanze aussieht. Und durch das Essen kommt es zum Informationsaustausch. Also mit den Sprossen oder mit dem, was wir essen, kommen Informationen in unseren Körper. Und das Ziel ist, dass diese Informationen unsere Lebens- und Ordnungskraft unterstützen. Und das macht es aber nur, wenn es frisch ist. Und das ist der große Vorteil an Sprossen, an Wildkräutern, an eigenem Garten, wenn man die Produkte frisch essen kann. Dann kommt auch etwas im Körper an, weil es braucht das Licht. Mhm. Und Fritz Albert Popp sagt, wir sind keine Fleischfresser und Vegetarier und Allesfresser. Was wir sind eigentlich Lichtsäuger. Also alles Leben auf diesem Planeten hängt vom Licht ab. Und was schlussendlich im Licht oder im Körper zurückbleibt, ist das Licht, was uns zum Strahlen bringt und gesunder hält. Jetzt weiß ich auch noch vorhin, was ich sagen wollte mit denen, als ich auf die Gläser geschaut habe. Dieses Volumen an Nahrung, das wird ja auch, das ist ja eine ganz andere Konzentration. Ich brauche ja gar nicht mehr die Menge, oder? Ja, das stimmt. Und jetzt zu meiner Rohköstlichkeit noch wieder zu kommen. Ich brauche heute komplett, also eine andere Menge an Nahrungsmitteln, als ich noch früher gegessen habe. Weil vielleicht der Darm anders parat ist, gesünder ist, auch gereinigt ist. Also ich habe zusätzlich zu dieser Entgiftung mit den Säften und Chlorella und Koriander und Bärlauch habe ich zusätzlich auch noch Einläufe gemacht. Also mein Darm ist heute gesünder als noch vorher, als ich da zum Beispiel... Hast du da irgendwas noch rein in die Einläufe oder nur Wasser? Nein, ich habe es nur jetzt mit Wasser gemacht. Okay. Und ich glaube, heute kann mein Körper mehr Inhaltsstoffe aufnehmen aus dem, was ich ihm zuführe, weil es naturbelassen ist, weil es nicht verklebt ist, weil die Zotten da Zotten sein können und nicht irgendwie eine klebrige Masse. Und ich brauche heute nicht mehr diese Menge. Und was wichtig ist, ich kaue viel mehr. Also unser Darm hat keine Zähne. Also wir unterstützen ihn sehr, wenn wir die Nahrung wirklich zu einem Brei in unserem Mund machen. Ja. Dann bekommt er die Chance, das überhaupt aufzuspalten und aufzunehmen. Wie sieht es denn mit Parasiten aus? Weil man sagt ja schon, dass die Rohköstler da, Parasiten haben wir alle, aber machst du da irgendwas aktiv dagegen? Oder weil es gibt ich weiß zum Beispiel, dass Parasiten Zimt nicht mögen und die Bitterstoffe mögen sie auch nicht. Und Parasiten mögen zum Beispiel Zucker und raffinierte Produkte, also Teigwaren, die schnell verfügbaren Zucker mögen die gerne. Und die finde ich im Moment nicht in meiner Ernährung, weil und so füttere ich die auch nicht an. Ich schaue, dass
Also mit dem Basischen und die Gemüse. Also du machst denen das Leben ungemütlich. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Also sind wir wieder beim Thema, Gesundheit braucht ein basisches Milieu. Mhm. Und wenn ja, es hat überall Parasiten und überall Bakterien und so weiter. Aber wenn das Milieu nicht stimmt, dann hat das auch keine Kraft. Mhm. Und das haben wir tagtäglich in unseren Händen, wie unser Körpermilieu aussieht. Mhm. Manchmal bekommen wir Aufgaben gestellt, wie Borrelien, das braucht niemand, merkt dann plötzlich, ja, das hat mit Schwermetallen zu tun, man reagiert auch auf Strahlungen und so. Also es zwingt einem, in eine Richtung zu gehen und sich zu informieren, wie man da wieder rauskommt, weil das braucht man nicht. Mhm. Und aber es, ja, bringt einem an neue Leute heran und neue Themen und man ist unterwegs und merkt plötzlich, es hat ja noch schöne Nebeneffekte, wie zum Beispiel eine Falte, die verschwindet. Ja. Oder ein Tier, das weiterleben darf oder und so weiter. Und so sind wir alle unterwegs und ich motiviere euch, wenn ihr Themen habt, euch zu informieren. Es gibt gute Leute, wo für uns vor uns gegangen sind. Ja, auch bei dir zu informieren, wenn die Leute jetzt wirklich Kontakt mit dir aufnehmen wollen oder so ein bisschen sich da mal einlesen möchten, wo können die sich denn da informieren? Ja, gerne. Thema Sprossen, Naturbelassenheit und so weiter findet ihr auf sprossensamen.ch. Also es lohnt sich, wenn ihr da einige Gläser habt, weil das ist so einfach, sich selber Sprossen zu ziehen, einige Samen da ins Glas machen und dann geht das Feuerwerk los. Die Natur hat da sehr viele Samen, wo wir einfach in einem Glas anziehen können und dann bedienen wir uns aus der Apotheke der Natur, naturbelassen, so wie es die Natur vorgesehen hat. Und ja, sprossensamen.ch, dann findet ihr alles. Ihr dürft auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn über ein Thema, also Amalgam hatten wir kurz angesprochen. Mhm. Also informiert euch da. Ich habe es rausgenommen, aber das darf man richtig rausnehmen, weil sonst vergiftet ihr euch und so weiter. Ja, super. Sprecht mit den Leuten dann. Mhm. Wer fragt, der ist gefragt. Ja, super. Vielen Dank, Marco, dass du heute da warst. War wieder ein wundervoller Motivationsschub für mich und freue mich immer wieder, wenn du kommst. Danke. Ja, gerne. Ja. Danke. Liebe Zuschauer, ja, den Körper wieder in eine neue Vitalität bringen, die Gifte raus und dafür haben wir natürlich wirklich das Wunderwerk der Natur, die Sprossen und eine unglaubliche Vielfalt, auf die Sie zurückgreifen können. Ich hoffe, Sie hatten auch so viel Freude wie ich und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.